Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvia und ich zeige euch heute, wie ihr euch einen ganz nachhaltigen Easy Peasy Bodenwischer selber machen könnt. Und der ist so kuschelig und aus so weicher Wolle, dass ihr dort auch mit euren Füßen reinschlüpfen könnt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Für euren Wischer braucht ihr natürlich Material. Ich habe hier die Flipsi von Gründel. Die hat nämlich hier die kleinen Abspreizerchen, die unseren Wischer dann am Ende zum Wischer machen. Daraus seht ihr, kann man auch noch ganz andere Sachen machen, wie so Stuhlbezüge. Das ist ein 100 Gramm Knäuel mit 50 Meter Länge und ihr braucht ein Knäuel für einen Wischer. Die ist sogar übrigens Ökotex ausgezeichnet. Und dann braucht ihr da Nadelstärke 7 bis 8. Ich habe hier Nadelstärke 8 und das sind meine Adi Olivenholznadeln. So, wenn wir das haben, können wir direkt loslegen. Wir lassen uns einen ziemlich langen Anfangsfaden. Ja, da seht ihr übrigens hier die kleinen Schnüppelchen. Den braucht man nämlich nachher zum Nähen. Und jetzt schlage ich hier insgesamt ganze 11 Maschen an. Und das mache ich ganz klassisch, so wie ich es immer mache. Ihr könnt auch hier so anschlagen, wie ihr es immer tut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hier habe ich meine 11. Und jetzt machen wir nichts anderes als rechte Maschen stricken. Die Randmasche stricke ich auch mit und zwar rechts. Und dann stricke ich hier einfach nur ganz easy locker rechte Maschen. Mehr mache ich nicht. So, einmal die Reihe durch. Umdrehen und dann wieder rechte Maschen und die Randmasche auch wieder mitstricken. Und wenn ihr euch das hier immer so ein bisschen vorschiebt, ne, dann seht ihr die Maschen, die einzelnen Maschen auch ziemlich gut. Die müsst ihr einfach immer nur so ein bisschen mit dem Finger vorne an die Nadel schieben und dann seht ihr, kann man die auch ziemlich gut hier auf der Nadel erkennen. Rechte Maschen. Mehr müssen wir nicht machen. Also immer rechte Maschen in Reihen. Und ihr seht, das wächst auch ziemlich schnell. Das sind jetzt hier so gute 15 cm in der Breite. Da seht ihr es, 15 cm Breite sind das. Und das strickt ihr jetzt in der Länge ganz einfach nach oben. Immer nur rechte Maschen hin und her. Und zwar für insgesamt 60 cm. Das reicht für so einen ganz normalen wie Lederwischer. Das könnt ihr bei euch sonst auch abmessen. Ihr müsst bedenken, dass ihr die Enden umklappen müsst. Also einfach nur rechte Maschen hin und her. Für 60 cm. Das schafft ihr auch ohne mich. Und wenn ihr das habt, sehen wir uns hier wieder. So, ich habe meine 60 cm geschafft. So sieht das aus. Da ist übrigens der Rest von meinem Knäuel. Und jetzt ketten wir das Ganze einfach ab. Und zwar erste Masche stricken und dann zweite Masche stricken und die erste Masche über die zweite Masche drüber heben und wieder nächste Masche stricken. Und die Masche auf der rechten Nadel überheben, nächste Masche stricken und die Masche überheben, Masche stricken, Masche überheben, stricken, überheben. Und das machen wir natürlich bis zum Ende der Reihe, um alle Maschen hier abzuketten. Sollte ich auch nicht verlieren. So. Na
kommst du her? Und das machen wir natürlich bis zum Ende der Reihe, um alle Maschen abzuketten. So, und dann jetzt hier durchziehen. Und jetzt schneiden wir uns hier auch wieder einen relativ langen Faden ab. So, also wird schon auf jeden Fall so einen knappen Meter abschneiden. Zur Sicherheit, ganz so viel braucht ihr nicht. Aber bevor der euch ausgeht und ihr neu ansetzen müsst, lieber ein bisschen mehr abschneiden. So, wo ist jetzt hier meine letzte Masche? Hier. Und dann ziehen wir den Faden hier hinten einfach durch. So, festziehen. Und damit ist das Ganze schon fast fertig. Jetzt müsst ihr hier die kleinen Pinöpelchen nehmen und die alle zu einer Seite durchdrücken. Also alle nach einer Seite durchdrücken. Am besten guckt ihr direkt, wo, in welcher Richtung die wenigsten stehen. Und dadurch, dass die Maschen hier groß sind, können wir die alle in eine Richtung durchdrücken. So, und wenn ich dann jetzt hier so alle Schnibbis in eine Richtung gedrückt habe, dann seht ihr, habt ihr hier die eine Fusselseite und die andere Seite ist relativ glatt. Die ist nicht hundertprozentig glatt, aber die ist relativ glatt. So, und jetzt legen wir hier so ungefähr 15 cm. So 14-15 cm legen wir hier um. Da, bedenkt, das Ganze dehnt sich ja immer noch ein bisschen. Wichtig ist, dass ihr das so zusammenklappt, dass die glatte Seite hier oben liegt. Und wenn ihr das jetzt umklappt, dann ist die Seite mit den Schnibbis außen und oben. Und so rum wollen wir das haben. Und dann nehmen wir hier unseren, Faden. Und eine dicke Nadel. So. Und jetzt nähen wir das Ganze einfach hier an der Seite zu. Und zwar hebe ich mir das dafür hoch, drücke es mir zusammen und gehe jetzt hier durch die Randmaschen durch und ziehe meinen Faden durch. Und gehe dann immer von oben nach unten hier durch die Randmaschen durch und nähe das zusammen. So, wenn ich hier unten angekommen bin, ihr seht, das ist hier zusammen und die glatte Seite ist innen. Und die gespreizelte Seite ist außen. So, eine Seite ist jetzt hier zugenäht. Die glatten sind innen. Und jetzt müssen wir einfach nur hier einmal zur anderen Seite kommen. Und da fädel ich einfach meine Nadel hier einmal so durch. Da mache ich gar keinen großen Heckmeck. Ich schneide auch den Faden an der Stelle nicht ab. Sondern wirklich fädel ich das hier nur so durch. Das gibt am Ende hier noch so ein bisschen Stabilität. So, ziehen wir das durch, nicht zu doll anziehen und dann nähe ich jetzt hier auch die Seite genauso wie die andere Seite zusammen, also immer von oben nach unten durch. Hier die Ecke noch schön fixieren oben. So, und jetzt ist das schon dran und zusammengenäht. Und jetzt müssen wir hier den Faden nur noch vernähen. Da mache ich auf jeden Fall einen Knoten.
denn hier ist so viel Gewusel, da sieht man den Knoten nicht. So, und noch einen zweiten Knoten drauf. Und dann ziehe ich mir das hier auch so ein bisschen durch meine Abkettkante. Da. Und dann mache ich hier auch nochmal einen Knoten. So. Und ziehe das nochmal in die andere Richtung durch. So. Und da kann ich den abschneiden. So, und da haben wir hier schon, ne, die eine Tasche fertig. Das gleiche macht ihr jetzt noch auf der anderen Seite. Und dann ist euer Bodenwischer auch schon fertig. Das ist auch schon gewesen. Das ist wirklich super, super leicht. Aber auch schön und nachhaltig zu machen. Und ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Empfehlt mich gerne weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.